Matzi Matzi Video. Matzi Matzi ist wieder am Start. Das ist natürlich umso erfreulicher, wenn man ein lustiges Video mit dem Kreator, mit dem, wie sagt man das auf Deutsch? Creator. Satoshi, bist du es, fantastische Finanz-YouTuber. Jawohl. Unser lieber Blocktrainer spielt ja immer mit seiner Note. Ne? Der hat ja eine Bitcoin-Note. Ich jetzt übrigens auch, die kann ich nur nicht wie er in die Kamera halten, weil die steht genau da. Ich habe so eine Bitcoin-Lightning-Note zum Spaß mir aufgesetzt. Roman hält die immer in die Kamera und einmal in einem Video, in einem Stream habe ich gesehen, hat er sie so geholt und hat damit Satoshi angerufen. Deswegen, Satoshi, bist du es, safe, spielt das darauf ab. Let's go! Es ist halt einfach mal wieder so die abgrundtiefste und schlechteste Wirtschaft. So geil. Kolja mal wieder im Muzzle-Shirt. Bildung, die man in irgendeiner Art und Weise genießen kann. Macy Mace. Macy Mace. Geil. Hast du nicht schon gesubbt? Das ist schon geil. Was geht, was geht? Lustig, dass ihr hier über mein Layout, also die Klamotten, die man trägt. Outfit. Outfit ist das Name. Manchmal, wenn ich Videos angucke von Macy Mace, habe ich das Gefühl, ich bin bescheuert. Ich kann nicht reden, ich kann nicht lesen, ich kenne keine Ausdrücke, das ist ganz schlimm. Jetzt ist hier, ne? Philipp schreibt keine Eier. Also wenn ich würde sie dir jetzt zeigen, aber ich glaube, ich würde viele dann mit der Größe abschrecken, weil sie so klein sind natürlich. Deshalb würde ich das jetzt nicht machen. Ne? Markus Koch. Aber Markus Koch. Ja, genau, jetzt verliert ihr den Faden nochmal. Jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Wo waren wir denn jetzt? Eier, wir brauchen Eier. Ach du, es gibt keine Regeln. Es gibt keine Regeln bei uns. Just have fun und hodl Bitcoin. Na, Spaß. Dogecoin, natürlich. Was? Rudi, mach nicht diesen, ja? Satoshi Nakamoto. Wie geil, das ist ja klar. Das wird Roman triggert. Du bezahlst mich nicht. Hallo? Das war diese Stelle, von der ich gesprochen habe, ja. Ach, Satoshi, du bist es. Nee, die Million Coins solltest du mir noch nicht überweisen, das fällt sonst auf. Ja? Ich spamme derzeit, ich bin derzeit ziemlich hart am Roman-Spammen auf allen möglichen Kanälen, weil ich, wie gesagt, diese Note aufgesetzt habe und ein technischer Noob bin und den ganzen Spaß mich da durcharbeiten musste. Ich musste sogar Tommy, unseren CTO, fragen, wie Copy-Paste funktioniert, also Ctrl-C, Ctrl-V, das ging nämlich auf Linux nicht. Und selbst Tommy konnte mir nicht helfen, wo ich mir gedacht habe, also am Telefon, also nicht vor Ort, muss ich zu seiner Verteidigung sagen. Genau, deswegen bin ich derzeit die ganze Zeit am Roman-Spammen. Das machen wir erst, wenn Bitcoin richtig groß ist, ja. Schick mir die einfach so in 10 Jahren oder sowas, dann geht das schon klar. Alles klar, tschüss. Ja? Das passiert nicht, ja. Das passiert nicht, der bezahlt mich nicht. Ja? Ganz einfach. Also, Gegenbewegung kann ich mir gut vorstellen. Ändert aber nichts daran, dass ich die Rallyes weiter nutze, um zu shorten. Zeig mal die Shorts. Jawohl. Hier sind die Shorts, ja. Ich dachte gerade, dass Hugh Hefner lebt. Der war auch so einer meiner ersten Gedanken. Auf die eine Frage bezüglich wie man mit Aktien und so weiter anfängt, indem du anfängst. Ja. Was mir einfach auffällt, ist, dass die Doku schon mal so richtig chillige Vibes hat, ja? Vibes. Im Laden hat er dann aber ein Problem. Das stimmt, echt sehr chillige Vibes für den Einkaufen. 40 für Spätzle. Das geht dann doch zu weit. Achtung, um wie viel wetten wir jetzt, dass Spar-Coyote wieder irgendwas Schweizbezogenes raushaut? So nach dem Motto, was, 2 Euro für ein Essen? In der Schweiz sind es mindestens 500. What? Nee, nur weil die 2,49. Okay, schade. Die Spaghetti halt 79 Cent, dachte ich halt. Das ist doch fake. Ich frage mich halt, wo fließen 3.500 Euro rein in den Lebensstil, wenn er 4 Cent bei einer Alnatura Milchpackung spart? Also, ich meine, wo landet denn das Geld? Sie haben ja auch kein Auto. Also, ich check's nicht, Mann. Nur die Kostenfrage steht noch im Raum. Die Designer-Kindermöbel für 10.000 Euro würden ihn von seinen Anlagezielen entfernen. Was ist das? Kennt ihr das Video? Ich würde es auch sehen. Kritischer, insbesondere, wenn ich jetzt am Ende der Doku noch sehe, dass die das eingerichtet bekommen, dieses Kinderzimmer für 10.000 Euro, dann schlage ich hier meinen Stuhl kaputt. Ich sag's euch, ja. Es gibt Diskussionsbedarf. Muss man überlegen, oder ob man da nicht doch mal ein bisschen Geld investiert und nicht immer nur alles halt in Aktien. Ja gut, 10k für Kindermöbel. Aber gut, ich meine, jeder wie er kann und möchte.
Das war sehr wahrscheinlich ziemlich viel Bearbeitungsaufwand, ja? Bisschen abregen, bisschen ruhiger werden wieder, bisschen die Gedanken sammeln. Bin ganz ruhig. Bin ganz ruhig. Wir wissen jetzt, wo diese 2266 Euro hingehen. Schwierig ist, Lebensqualität zu berechnen. Schwierig zu berechnen, hat er gesagt. 10.000 Euro durch 249. Sie hätten sich 4016 Spätzlepackungen kaufen. Geil. Aber das ist auch keine Lebensqualität, also. Hätten sie jeden Tag eine Packung Spätzle gegessen, hätte ihnen das für 11 Jahre gereicht. Sie hätten 11 Jahre jeden Tag verdammt Spätzle essen können. Das nenne ich Lebensqualität. Ey, ich muss mir die Doku mal geben, ja, interessant. Darf es irgendwann mal was anderes sein? Aber ist gut, ich habe nichts gesagt. Wer macht mit seinem Lieblingsgericht? Ja. Na, herzlichen Glückwunsch. Die Aktien aber steigen trotzdem an der Wall Street, denn das Glas ist halb voll, nicht wahr? Schaut euch die Bewertung an. Das ist doch mal attraktiv bewertet, nicht wahr? Das ist das Motto der Stunde an der Wall Street. Buy the dip, guys. There is no alternative. Buy the dip, ja, buy the dip. Buy the dip. Ich weiß nicht, welchen Dip er meint. Geil. Volatilität, nachdem man in Krypto investiert hat. She's used to it now. Dang, good girl, get up there! Geil. Wann haben Sie sich das letzte Mal für sich selber geschämt? Ah, das war dann klar. Macy Mays, pass auf, das wird jetzt riskant, ja? Die Witze über Olaf Scholz werden immer riskanter, ja? Wollen Sie jetzt nichts zu sagen? In jedem Macy Mays Video kriegt Olaf Scholz und hier Kollege Dirk Müller, lasst uns doch mal andere Opfer aussuchen, ja Leute? Bitte. Nein. Geil. Ich mach es nicht, Punkt. 3 Worte. Ja, ich mach es nicht. Geil. Sehr, sehr genial. So, jetzt kommt das Wichtige, jetzt kommt das Wichtige. Ich höre gerade, es klingelt. Satoshi? Hallo? Wow, das krasser Bearbeitungsaufwand. Not bad, not bad. Nicht schlecht. Ja, Hammer, wieder ein großartiges Kunstwerk. Einfach einmal raushauen, hier liken. Oh, du kannst sogar joinen, du kannst Macy Mays Abonnent werden. Das ist natürlich Hammer. 1,99 € Macy, 4,99 € Mays, 9,99 € Maki Maki. Ja, Hammer. Muss ich nachher subscriben. Ich hoffe, dir hat dieses Reaktionsformat gefallen. Jede Woche schauen wir uns gemeinsam live auf Twitch mit der Community Videos zum Thema Finanzen an. Einige Highlights aus anderen Videos findest du hier oder hier. Und wenn du die zukünftigen Highlights aus unseren Streams nicht verpassen willst, dann solltest du auf jeden Fall Überfluss abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.